So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen HBB Badingen-Weilstätten vor 6.034 Zuschauern. Endstand 26-22 zur Halbzeit, ein 11-10. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste, Yves Kunkel mit 9 Toren, 5-mal vom 7-Meter-Punkt, und auf Seiten des SC Magdeburg 8 Tore durch Robert Weber, 3-mal vom 7-Meter-Punkt, sowie Michael Damgard mit 4 Toren und Yves Grafenhorst mit 6 Treffern. Zeitstrafen vielleicht mal an der Stelle erwähnenswert, dass der SC Magdeburg heute nur 2 gelbe Karten bekam und keine Zeitstrafe verbüßen musste. Balingen dagegen mit 3 Zeitstrafen. Soweit diese statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich Runa Sigtryggsson und bitten um sein Statement zu dieser Partie. Guten Abend und Glückwunsch zum Sieg. Ja, also wir wussten, es wird schwer sein, heute Abend zu spielen. Aber durch die gute Torhüterleistung von Peter Jon schon in der ersten Halbzeit waren wir dann doch drin zum Halbzeit. Leider konnten wir diese Torhüterleistung nicht fortsetzen im zweiten Halbzeit. Ist ein bisschen abgebaut. Und dann haben eigentlich von unseren Feldspielern zu wenig Leute einen guten Tag gehabt. Vor allem aus den Rückraumpositionen. Die Abwehr von Magdeburg also ist körperlich, also 2 Nummer größer als wir, und wir waren einfach nicht clever genug, um diese Abwehr rauszuspielen, muss man auch zugeben. Und da sieht man vielleicht auch auf die Statistik, dass wir waren nie so, also keine 2-Minus-Strafe. Dann sagt man auch, also man kann sagen, dass die Schiri war nicht fair, aber man kann auch sagen, also wir haben nicht den Durchschlagskraft gehabt, angriffsmäßig, um durch die Abwehr zu kommen. Die Sieg ist dann mit verdient aus meiner Sicht, und ja, wünsche euch alles Gute. Danke. Danke, Runa. Ja, jetzt die Worte zum Spiel von Bennett Wiegert. Ja, guten Abend. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang des Spiels. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr perfektionistisch bin. Was auch manchmal schadet, das würde meine Frau zumindest so sagen. Aber ich bin wirklich zufrieden. Das ist auch nicht gespielt. Wir wussten, was auf uns zukommt, was uns erwarten würde. Das ist genau der Handball, der sich dieses Jahr in dieser Bundesliga einfach abspielt. Ob das schön oder nicht schön ist, das sollen bitte andere bewerten. Das ist nicht mein Thema. Ich werde meine Energie damit nicht verschwenden. Ich möchte die Energie, die ich habe, nutzen, um meine Mannschaft bestmöglich aufzustellen, besser zu machen. Und da haben wir genug mit zu tun. Ich habe gerade in unserer Kabine etwas hängende Gesichter gesehen, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Klar, wir wollten das alle vielleicht zum Schluss noch höher gewinnen, was vielleicht auch möglich gewesen wäre. Wäre vielleicht aber auch respektlos gegen Balingen gewesen, die wieder stark gekämpft haben, sich nie aufgegeben haben, immer zurückgekommen sind. Eigentlich ging der Matchplan auf. Also beim 6-2 gibt es, glaube ich, eine Auszeit von Runa. Das ist in der 14. oder 15. Minute. Da bekommen wir 2 Gegentore. Dann gibt es so ein bisschen ein Problem, dass wir denken, das geht jetzt so weiter. Und wir können dann vielleicht mit 4 Toren zur Halbzeit reingehen. Das ist nicht realistisch. Das muss man so sehen. Gefühlt müssen wir natürlich höher in die Halbzeitpause gehen. Das tut uns etwas weh, das verunsichert uns in unserem ganzen Spiel. Brauchen wir noch nach der Halbzeit wieder 10 Minuten, um unsere Abwehr zu finden, unseren Gegenstoß zu finden. Es gelingt uns aber dann, wieder aggressiv zu verteidigen, gut zu verteidigen, mit einem guten Torhüter da hinten, einen guten Wechsel noch gemacht. Dario kommt von der Bank, macht das sehr gut. Deswegen glaube ich, das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung, ein verdienter Sieg für uns, was auch Runa schon gesagt hat. Und darüber freue ich mich sehr. Deswegen Kompliment an die Mannschaft. Und ich nehme heute einfach die positiven Dinge mit. Und die positiven Dinge sind auch, dass ein Christian O'Sullivan nach einer langen Verletzung heute sehr, sehr lange gespielt hat und das gut gemacht hat. Ob er überhaupt die Kraft dafür hatte, so lange zu spielen, das sei mal dahingestellt. Hat sich Beso noch ein bisschen verletzt, aber ihm wird das auf jeden Fall geholfen haben. Da freue ich mich einfach auf die nächste Zeit für ihn. Das wird er mitnehmen, da wird er Kraft draus sammeln und noch gute Spiele für uns machen. Das war's eigentlich. Vielen Dank. Danke, Bennett Wiegert. Ja, Steffen, was kannst du noch ergänzen zu dieser Partie? Ja, nicht mehr viel. Benno nimmt ja mal alles von weg.
Ja, also ich bin auch sehr zufrieden, weil wir genau wussten, wie das Spiel ablaufen wird. Wir haben Balingen ja auch die letzten Spieltage verfolgt. Genau der Fall ist eingetreten. Sie haben sehr lange gespielt, haben so lange gespielt, bis wir ein bisschen unruhig geworden sind. Ja, und das ist, wie Benno sagt, ganz normal in der Liga. Das wird sicherlich immer mehr Einzug halten. Und wir müssen halt dagegen halten. Und das haben wir heute sehr gut umgesetzt. Und deshalb können wir da sehr zufrieden sein. Und ich bin natürlich auch überglücklich, dass über 6.000 Leute den Weg in die Halle gefunden haben. Finde ich sensationell. Würde mich freuen, wenn das die nächsten Spiele wieder passieren würde. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Trainer und Verantwortlichen. Sieht nicht danach aus, dass jemand eine Frage hat, denn vielleicht noch die Resultate vom Spieltag. Rhein-Neckar-Löwen gegen Göppingen 35-26, Leipzig gegen Lemgo 32-27, Hannover-Burgdorf gegen Minden, unser nächster Gegner, 35-27 und Melsungen gegen Stuttgart 37-25. Aus der zweiten Liga vielleicht auch noch ein paar interessante zwei Sonntagsspiele gewesen. Heute Nordhorn-Lingen gegen Aue 28-16 und Dessau gegen Rimpa 23-28. Soweit diese Resultate noch. Dann danke ich recht herzlich, wünsche unseren Gästen eine angenehme Heimreise nach Balingen und wünsche uns eine angenehme Woche. Nächste Woche dann Sonnabend gegen Minden und am 26. dann hier gegen Kiel. Und ich hoffe, wir sind dann wieder mit der grün-roten Wand richtig da. Dankeschön.